Moin, moin, Matrosinnen und Matrosen. Ihr hört meinen Pulsschlag. Ich bin mit dem Tommy hier, der sieht mich jetzt gleich sterben. Ich leg mal die wichtigen Dinge. Ja, du siehst doch nicht gut aus. Ich leg mal die wichtigen Dinge einfach vor mir auf den Boden. Ich glaube, du machst gleich einen Abflug oder so. Ich mach gleich einen Abflug. Und dabei wollte ich doch einfach pennen. Ich wollte einfach nur pennen gehen. Ich habe sogar Tierexkremente, die ich jetzt hier lasse. Also ja, weil ich weiß, dass ich jetzt gleich hier im Lager wieder auftauche, schmeiße ich jetzt hier alles, was irgendwie von Wert ist, auf den Boden. Und dann werde ich wahrscheinlich zusammenbrechen und an einer Schnittverletzung sterben, die der doofe Eingeborene mir zugefügt hat. Vielleicht hätten wir die doch ausstellen sollen im Spiel. Und tschüss. Ja, du bist jetzt, ich sammle übrigens dein Zeug auf, ne? Dann sammle als erstes den Speer, sonst piekse ich dich, wenn ich sehe, dass du ein Zeug aufsammelst. Huch, Alter, hast du mich jetzt erschrocken? Alter, nee. Schön. Achso. Die ganzen wertvollen Sachen hast du da liegen lassen. Ja, so schnell war ich jetzt nicht. Ich wusste nicht, dass du so schnell aus dem Jenseits wiederkommst. Was war das? Ja, das sind Tiergeräusche bei Nacht. Also wenn ich meinen Kram hier wieder aufgesammelt habe, dann können wir gerne auch eine Runde schlafen gehen. Ja, bitte. Und dann möchte ich was bauen. Ich baue jetzt schon mal. Ich gucke jetzt schon mal, ob ich was bauen kann. Irgendwas Tolles. Mal gucken. Kleines Feuer. Trockengestell. Ich baue mal Trockengestell. Ich glaube, das wird relativ viel Ressourcen kosten und wir brauchen es noch nicht. Wir haben ja Mühe und Not, unser Fleisch rechtzeitig zu kochen und nicht verbrennen zu lassen. Ich höre nur Mimimi. Und ich sehe, dass ich deine Apfelschnecke vom Feuer geklaut habe. Haha. Wollen wir schlafen gehen? Ja. Und morgen bauen wir hier, laufen wir erstmal nochmal durch den Dschungel, bitte. Ja. Dann suchen wir mal diese Pflanze mit diesen gelben Blüten. Womit man Verbände. Ja, genau. Die sollten wir vielleicht als allererstes finden. So, ich bin. Ja, so genau. Weit schon wach. Okay, dann lass uns direkt loslaufen. Naja, ich sag mal so, ich hätte schon gern noch irgendwie einen Speer. Hast du vielleicht zwei? Ich guck mal gerade. Ganz links, wenn du im Rucksack auf das Werkzeuginventar gehst, dann siehst du, welche Werkzeuge du. Ich habe nur einen. Aber das ist ein Steinspeer, das müsste dein Alter sein. Aber der ist nur noch auf 30%. 30% ist im Moment relativ gut, aber dann würde ich doch noch ein paar. Habe ich Steine? Ja, dann. Zur Not hätte ich auch noch welche. Vielleicht. Dann brauche ich mir zumindest mal noch eine Axt und dann kann ich damit mir einen Baum fällen. Was kann ich denn mit dem. Kann ich damit was machen? Stein und eine Feder? Geht auch nicht. Das kann ich ja unterwegs, kann ich mir den Baum fällen. Drei Federn? Ne. Kann ich damit. Kann ich an ein Seil eine Feder machen? Das funktioniert sogar. Und die Punkte zeigen mir dann. Genau, die Punkte zeigen, ob das gerade irgendeinen Sinn ergeben hat und wie viele weitere Zutaten du sozusagen dazu tun musst. Oh oh. Na super. Wieso sagst du oh oh? Weil ich einen Baum gefällt habe und der wäre beinahe in die Schlucht gefallen, als er umgekippt ist. Aber er hat sich elegant entlang der Schlucht hingelegt. Ja, verstehe. Das ist ein vorbildlicher Baum. Okay, was könnte ich denn aus einem Stock, zwei Federn mit einem Seil noch bauen? Ich glaube, du hast das Rezept von einer Angel vor dir, aber ich weiß ehrlich gesagt auswendig nicht, was man da alles für braucht. Ja, okay. Lass uns mal loslatschen. Das sind alles Sachen, das kann man in der Offline-Session mal herausfinden. Genau, ich bin schon hinten an der anderen, wo wir quasi herkamen. Ich glaube, das ist auch eine ganz gute Umgebung. Ja, dann lass uns doch mal hier über den Baumstamm latschen. Genau. Vielleicht finden wir da ein paar tolle Sachen. Ich bin guter Dinge, dass wir auch da die. Wo gibt's die? Ich bin ein Stückchen runtergefallen von dem Baumstamm. Alter, ich bin innerlich zusammengezuckt gerade. Ich dachte, was ist denn los? Ja, ich auch. Ich glaube, wir gehen unten rum weiter. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Ergibt Sinn. Nicht mehr hoch. Stimmt, es ergibt Sinn, du hast recht. Jetzt habe ich dich auch mal. Oh.
waschen. Aber gut, dass man dann halt immer auch immer irgendwie wieder respawnen kann. Ja, das macht es gerade ein bisschen entspannter. Ja, ich habe nämlich auch gemerkt, so, du bist recht unentspannt ins Spiel gegangen, weil ich natürlich noch so gar keine Erfahrung habe. Ich bin halt mit Permadeath gestartet. So kenne ich dieses Spiel. Da ist eine Klapperschlange. Die kannst du mit dem Speer mal plätten. Hier drüben. Warte, Finger. Kannst du also ein bisschen, warte. Kannst du mir so ein bisschen antesten, wie nah du rangehen kannst, dass sie anfängt zu rasseln? Da wird nichts gerasselt. So, Klinge erforderlich. Der Tommy. Hast du eine Klinge? Ja, ich muss noch was herstellen, oder? Weißt du, so ist das halt im Urwald. Die schnellen Predator, die schaffen das vor den langsamen. Und dann gehen die einen hungrig ins Bett und die anderen. Warte mal, bleib mal stehen, warte mal. Alter, das sind meine Egel. Die machen dich auf Dauer übrigens auch wahnsinnig. Die Egel? Ja. Ja, bedien dich ruhig. Aber ich habe auch irgendwas, was er mir. Aber wieso hast du jetzt meine Klapperschlange kaputt gemacht? Die wollte ich haben. Was bekommt man aus einer Klapperschlange? Bisschen Fleisch. Also nur Fleisch, also jetzt keine Giftsachen oder Substanzen oder so ein Kram. Okay. Die ist nur ein Fleischlieferant. Gut. Nicht, dann habe ich hier Knochen. Bananen. Oh ja, lass uns mal da hochgehen. Das ist ein schönes Eckchen da oben. Guck mal, da sind doch. Ich bin zu langsam. Warum bin ich jetzt zu langsam? Vielleicht hast du zu viel. Ach so. Entweder bist du schon wieder müde oder du hast zu viel Zeugs. Dann habe ich wahrscheinlich zu viel Zeugs irgendwie. Dann unbekannte Zwiebel. Kann ich die auch so essen? Die muss man erst kochen. Schade, die hätten wir im Lager noch kochen können. Ach, und guck mal hier. Das ist dein. Ah, ich kotze gerade. Ja, dann hast du irgendwas Rohes gegessen. Boah. Ich weiß nicht, was du gegessen hast, aber es hat dir den Magen verdorben. Die Zwiebel war das. Du Held. Ich muss die Scheiße aus. Das hier ist die Molinaria-Pflanze. Lange Blätter, gelbe Blüten. Wo? Ich sehe keine. Die, auf die ich gerade drauf haue. Ich sehe keine Pflanze, auf die du drauf haust. Okay. Du haust in die Luft bei mir. Dann sieht jeder unterschiedliche Dinge. Das ist ja auch spannend. Das heißt, es ist ein Multiplayer? Okay, dann wird es noch nicht funktionieren. Vielleicht war das jetzt auch tatsächlich irgendwie so eine Art. Oh, geistige Gesundheit -1 steht da gerade, weil ich einen Egel habe. Genau. Warte mal, dann würde ich mal gerade gucken, ob ich mich da irgendwie von den Egeln befreien kann. Und dann kannst du mal hierher kommen und mir mal sagen, ob du im Baum hinter mir Kokosnüsse hängen siehst. Ja, warte. Okay. Alle Egel weg. So, im Baum hinter dir? Mhm. Ganz oben, ja. Ganz oben hängen welche. Dann guck mal, hast du Steine im Rucksack? Yes. Dann kannst du, wenn du G wie Gustav gedrückt hältst, kriegst du so ein Fadenkreuz. Und dann schmeißt du einen Stein da hoch und dann fällt eine Kokosnuss runter, wenn du triffst. Ich kann den nur nehmen. Hä? Wie? Also, geh wie Gustav. Gedrückt halten, auf die Kokosnuss zielen. Ach so, mit G nehme ich direkt loslassen. Einen Stein, oder was? Nimmst einen Stein aus deinem Inventar. Ah, aber ich darf dann halt nicht im Inventar sein. Okay, verstehe. So, kann ich die jetzt so trinken oder muss ich die erst aufhauen? Die musst du erst aufhauen. Dann brauche ich jetzt einen Stock und ein Dingens, oder? Nee, kannst du auch mit einem Speer aufhauen. Ist sogar gut, weil dann übst du deine Speerfähigkeiten dabei. Okay. Warum sollte ich jetzt auch eine Dings nehmen? Sammeln. Jetzt habe ich gesammelt, jetzt habe ich diese Kokosnussschalen, Fruchtfleisch. Ja, du hättest erst trinken können. Habe ich doch. Ach so, hast du, okay. Aber habe ich jetzt die Schalen eingesteckt? Ja, hast du. Nee, habe ich nicht. Ich weiß nicht, doch im anderen Inventarteil. Die sind dann in dem Moment nämlich ein Werkzeug sozusagen oder eine Zutat für Werkzeuge. Hier drüben liegt bei mir zumindest ein Papagei auf dem Boden. Ach, du bist am Kotzen. Ich kotze immer noch.
Ja, wenn du unten ein Signal hast, dass dir schlecht ist, darfst du so lange nichts essen. Gibt ja. bei dir auch ein Papagei? Ja. Den kannst du mit E nehmen und oder mit rechte Maustaste gleich zerlegen. Ist schon ein bisschen eklig, oder? Wenn ich jetzt hier so einen sammel. Ich sammel direkt mal, ich zerfletter den mal in der Luft. Genau, dann kriegst du Federn und Fleisch. Und Fleisch, verstehe. Und okay. Hier hinten ist ein Baum mit einem roten, also quasi so ein Palmbaum mit einem roten. Ja. Dingsbums. Da liegen im Umfeld auf dem Boden unbekannte Nüsse. Ja. Das sind ganz gute Fettlieferanten. Ah, gut. Und an dem Baum selber siehst du so ein braunes Blatt. Oh ja, gib mir das braune Blatt. Das ist doch so ein Trockenzeug, ne? Damit kann ich genau, doch... Genau, das bedeutet, wenn du den Baum jetzt fällst, also machen wir jetzt nicht, aber wenn du ihn fällen würdest, schon mit der Axt. Ich glaube nicht, dass ach, das... das kann bringt. Ich jetzt nicht mit dem Speer machen, oder was? Wenn du den Baum fällst, kannst du das trockene Blatt... Gut. Dann nehme so, ich jetzt, und hier drüben... Ja, warte, warte, jetzt brauche ich mir erstmal eine Axt. Oh. Warte, ich baue mir aber erst eine Axt. So, jetzt baue ich mir zwei Steine. Dann brauche ich was zum Herstellen. Das. Das. Kann ich eine Axt mit einer Schneide irgendwie herstellen? Ach du, es gibt ganz viele Axtsorten. Oh, Steinhacke sogar. Aber eine Hacke ist nicht das, was wir jetzt brauchen. Ja, nun, lass mich doch mal probieren. Du Ungeduldslamm. So, ich habe doch noch ein bisschen Zeug. Pass auf, ich nehme jetzt noch mal so einen Stock. Und dann nehme ich jetzt noch so einen Stein. Aber es ist ja gut, wenn es sowas wie eine Hacke gibt. Steinaxt. Könnte ich die Axt mit einem Knochen erweitern? Nee. Aber mit einem Seil schon, ne? Die Axt mit einem Seil erweitern? Nein, also die Axt, die ich kenne, sind zwei Steine, ein Seil, ein Stock. Naja, hab ich doch gesagt. Ist aber egal, ich habe eine Axt. So. Perfekto. So, wo krauchst du rum? Ich bin schon weitergegangen, einfach den Weg über dem... Über ach, den da drüben bist du. Ist das Wasser da unten sauber? Weil das so schön blau nein, ist? Nein, nein. Aber es sind Fische drin. Ah, gut. Hoffe ich zumindest. Das hier wäre eigentlich auch eine geile, das ist eine super geile Ecke für eine Base. Wo? Oh, jetzt bin ich schon wieder viel ja. zu langsam. Warte mal. Ich kann gleich wieder was essen, dann kann ich ein bisschen ein paar Bananen mampfen. Da ist halt sinnvoll, wenn du immer auf die Uhr guckst, was du gerade brauchst an Nahrungsmitteln. Und wenn du etwas isst, kriegst du rechts unten angezeigt, was das an Kohlenhydrate, Gedöns, tralala, gerade dir bringt. Und sobald du das einmal gegessen hast, kriegst du es auch angezeigt, wenn du über das Lebensmittel drüber hoverst. Also ich weiß zum Beispiel, dass eine Banane einerseits Kohlenhydrate in einem Tag 20 Stunden verfällt und andererseits 25 Kohlenhydrate bringt. Ja. Ja, das, wo wir jetzt stehen, ist eigentlich ein sehr schöner Platz für eine Base. Dann lass uns hier eine Base anfangen. Also eine richtige Base. Und dann nehmen wir das andere Teil als Außenposten. Okay. Als ersten Außenposten. Dann baue ich jetzt nämlich hier schon mal was hin. So, was zum Bauen. Aber dann bauen wir gleich einen richtigen Rahmen, oder? Ja, können wir machen. Müssen wir halt wieder Zeug finden und fertig. Bau den doch lieber hier hin, wo ich jetzt gerade stehe. Gute Idee. Ja, dann bauen wir hier so einen coolen... Vielleicht kriegen wir sogar zwei nebeneinander oder sowas. Ja, ich guck mal gerade. Ja, dicke, das passt. Ist alles easy, das kriegen wir hin. So. Mega gut, dann lass uns mal irgendwie... Bäume fällen. Ja, dann. Du kannst übrigens bei den etwas dickeren Bäumen, wo dann diese dicken Stöcke rauskommen, wenn da zwei von den dicken Stöcken rauskommen, die kannst du gleichzeitig auf die Schulter nehmen. Ich glaube, bis zu drei davon kann man gleichzeitig tragen. Oh Gott, ich merke gerade, ich hab keine Energie mehr. Ich glaube, ich muss so einen Pennunterstand irgendwie bauen. Weil ich kann kein Holz mehr hacken, so richtig. Pilze essen. Hier oben, wo ich bin, sind Pilze. Den blauen? Auch die blauen. Eigentlich alle Pilze geben Energie.
Ah. Warum sagst du mir das nicht? Weil du bis jetzt nie gesagt hast, dass du ein Problem mit der Energie hast. Ah, Menschen, wie soll ich Menschenfleisch genommen? Ist ja eklig. Unbekannte Frucht verdorben, esse ich mal auch nicht. Kluge Idee. Also sie nicht zu essen. Ja, unbekannte Nuss. Die kannst du essen. Oh ja. Die tut dir nichts Böses. Aber pass mal auf, wie viel Energie hast du noch? Oh, hier ist ein langer Stock. Ich habe noch ein bisschen Energie. Ja, okay, dann baue ich mal gerade die kleineren Sachen schon mal. Wie eine Feuerstelle und sowas. Warte mal, komm mal hier hoch für die Feuerstelle, wo ich gerade bin. Also ein Stückchen den Weg hoch und dann links abbiegen. Und die Feuerstelle willst du da oben machen? Ja, weil die Feuerstelle muss trocken sein. Warum bauen wir ein Lager, wenn wir da eine Höhle haben? Ach so, und dann können und wir... Hier, dann können und wir, hier ist zumindest hier? In meinem Spiel eine was ist das denn eine Ladung rote Pilze, wo ich jetzt gerade bin. Ah, super, ja, klasse, bei mir auch. Gut. Dann nehme ich das mal. Und vielleicht konzentrierst du dich, wenn du sagst, deine Energie ist schon ein bisschen low, konzentrierst du dich auf den Schlafsack. Dann können wir in die Höhle vielleicht auch zwei Schlafsäcke reinlegen. Okay, dann ist es dann ist es eine gute Idee. Dann ist für die Folge dann auch mal wieder was Neues dabei. So, herstellen, Rucksack, Blödsinn, Tagebuch, Lager, Trockengestell, Bambus, Bambus Trockengestell können wir auch bauen, tatsächlich. Ja, da brauchen wir aber, muss eine Region sein, wo es Bambus gibt. Also wir können es prinzipiell bauen, ja. Das ist wichtig. Ich dachte, du willst jetzt die Ressourcen, die wir haben, für ein Bambus-Trockengestell verwenden. Nein. Da war ich so ein bisschen alarmiert. Du musst sehr viel entspannter werden, Klavi. So, ja, ein Blätterbett. Wollen wir hier so ein Doppelbett reinknetschen, oder? Wenn das vom Platz her passt, ja. Dann muss das Feuer, glaube ich, weg. Ja, wir können ja mit den Füßen draußen schlafen. Ah, okay. Das wird vielleicht doch enger als gedacht. Dann vielleicht eher hintereinander. Ja, meinetwegen so. Aber passt es quer rein? Also wenn du mit dem Mausrad drehst? Nee, das ist zu eng. Schade. Ja. Ah, doch, da passt es doch quer rein. Und dann kann man das andere quer davor legen. Huch, ich habe mich schon mal hingelegt. Ich bin ohnmächtig. Kannst du mich mal gerade hochholen, bitte? Nee. Ich geh jetzt hier mal ein bisschen ordentlich bauen. Lass dich da pennen. Ich penne ja nicht, ich bin einfach nur ohnmächtig. Hast du noch Pilze, die du essen kannst? Nein, ich habe 1000 Pilze gemampft, aber irgendwie hat das alles nichts gebracht. Oder ich habe die falschen Pilze. Was sagt denn deine Uhr, wenn du da drauf guckst? Was sagen denn die Anzeigen? Ah, ich habe Durst. Was fehlt? Ah, ich sollte vielleicht die Kokosnuss trinken. Genau. Aber das bringt echt nicht viel, ne? Und das, was war das Rote nochmal? Protein, ne? Das sind Proteine, das ist zum Beispiel... Ja, dann machen wir bitte ein Feuer, ich habe nämlich Fleisch dabei. So, und ich versuche jetzt hier ein Bett zu bauen. Oh. Okay, das mit dem das Tagebuch schnell herausholen habe ich auch noch nicht so richtig raus. Tatsächlich. Und wo war jetzt das Bambusbett? Ach hier, Blätterbett. Ja, da müssen wir halt irgendwie so ein bisschen nebeneinander kuscheln oder so. Aber du machst da jetzt nicht das Menschenfleisch drauf. Nein. Klabi. Für dich? Ja, nur eine Frage. Für dich mache ich das Menschenfleisch drauf. Hm. 20 Palmblätter brauchen wir. So, ich habe nämlich auch noch 2-3 Schnecken am Start. Klingt auch sehr falsch. Die Schnecken bringen gar nicht so viel. Wenn du noch andere Sorten Fleisch hast, ist das für jetzt, glaube ich, besser.
Oder sind die Slots schon belegt? Ja. Ich habe da gerade schon, müsste er sagen, dass da irgendwie ein, was ist denn, Ara-Fleisch? Irgendein Fleisch ist da drauf. Ja, aber irgendein Dings ist da noch, irgendein Teil ist da noch frei. Ja, das Feuer hat einen Slot rechts, einen Slot links und einen Slot oben. Der oben ist für Brennmaterial. Da kannst du sozusagen Stöcke und sowas auch machen. Verstanden, ja, okay. Genau. Alles klar. Weißt du was, die haben im Multiplayer die Rezepte geändert. Es geht deutlich leichter jetzt hier was zu bauen. Glaube ich zumindest. Ich muss mich hinlegen, Klappi. Ich bin nicht in das Bett, was fertig ist. Ja, habe ich nicht mehr geschafft. Ich bin ohnmächtig. Was hast du denn immer? Was fehlt dir denn? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie bin ich ein Weichei. Nichts hält der Kerl aus. Versuch mal rauszufinden, was du hast, weil das halt echt was ist, wenn du dann irgendwann im Wald liegst. Ja, Hunger und Durst. Hunger und Durst und keine Energie. Und die Uhr blinkt immer, aber ich. Die Uhr heißt, dass irgendeine der Zutaten, die auf deiner Smartwatch angezeigt wird, so massiv wenig sind, dass sie das Lebensenergie. Ja, Hunger und Durst. Wie oft denn noch? Ich habe kein Wasser. Ja, wir müssen irgendwie Wasser finden. Wo finde ich Wasser? Ich gehe Wasser holen. Du kannst dich da oben aus. Nee, das war nicht die Frage. Du findest Wasser unten im See. Und muss dann in einer Kokosnussschale am Feuer das Wasser aus dem See, was schmutzig ist, zu sauberem Wasser verkochen. Aber damit du das aus dem See holen kannst, musst du dir vorher eine Kokostrinkflasche bauen. Eine Kokostrinkflasche? Ja. Und da habe ich jetzt Wasser reingetan. Da ist jetzt quasi dreckiges Wasser drin. Die wir in zwei Schalen, die wir auf die Feuerstelle stellen. Mhm. Zu sauberem Wasser verkochen können. Und wenn es Klapperschlangenfleisch. So, haben wir zwei. Und das mit der Kokosnuss musst du mir gleich nochmal irgendwie erklären. Das habe ich noch nicht so ganz gerallt. Bist du gerade an dem rechten Fleisch dran? Na okay, dann nehme ich's. So, dann habe ich da jetzt zwei Schalen draufgestellt und fülle aus meiner Kokosnussflasche da jetzt Wasser rein. Das schimmert so ein bisschen rötlich. Wie kommt man eigentlich auf Kokosnussflasche? Indem du eine Kokosnuss mit einer Schnur kombinierst. Jetzt trink mal. Ja, mir ist irgendwie kotzübel und ich glaube, ich habe Parasiten oder irgendeinen Scheiß. Dann hast du vielleicht das Wasser getrunken, was noch nicht fertig war? Nee, das war schon fertig. Also es gibt immer Wasser und Wasser sauber oder Wasser dreckig und Wasser sauber. Ja, ich habe irgendwie so einen weißen Fleck und da steht eine 3 dran. Ich muss außerdem pennen, ich lege mich jetzt hin. Einen weißen Fleck mit einer 3 dran. Kannst du mir den weißen Fleck beschreiben? Ja, sieht aus wie da hingerotzt. Ach so, ja, der ist schlecht. Das heißt, du wirst alles von dir geben, was. So. Okay, verstehe. Das heißt. Leg ich mich jetzt auch hin. Achtung, läuft die Zeit schneller. Dass du rechtzeitig auf Abbrechen drückst, wenn du wieder Energie hast unten. So, hier ist noch eine Portion Wasser. Jetzt gucke ich mal gerade. Ja, das ist wie ein Raft. Und die saufen. Das kann doch nicht sein. Ich trinke was und dann ist es kurz vor. Wie kann ich denn so viel Durst haben? Wie viel muss ich denn trinken? 10 Liter am Tag? Naja, von diesen. Also 4, 5 von diesen Kokosnussschalen. Also stell dir mal eine Kokosnuss vor, das ist ja auch nicht viel. Ja, aber. Es ist ja noch nicht mal so viel, dass du sagen kannst, das würde jetzt erstmal für einen Moment reichen. Also du bist ja dann. Du musst ja dann 5000 Mal Wasser holen. Ja, ich habe gerade Wasser geholt. Du kannst gleich wieder was trinken. Ja, aber ich habe jetzt aber ein bisschen Energie. Ja, weil ich Wasser holen wollte. Du kannst in der Schale kein Wasser, aber probier's. Wieso kann ich in der Schale kein. Wie kann ich so eine Flasche herstellen? Durch eine Kokosnuss, die du mit einem Seil kombinierst. Ein Seil, okay. Das macht überhaupt keinen Sinn zwar, aber. Ich kann nichts bauen. Warum kann ich nichts bauen? Das hatte ich noch nicht. Wahrscheinlich, weil du meine Kokosnussschalen geklaut hast. Also wenn ich eine Kokosnuss drauflege, verschwinden die Punkte. Ist sie voll oder leer? Leer. Einfach nur die Schale.
Nein, keine Kokosschale, eine Kokosnuss. Ah. Ich denke mir nur so, was will der Mann mit den Schalen und einem Seil? Wie soll daraus eine Flasche werden? Oh, Freunde. Eine Kokosnuss ist recht. Ja. Ja, ich will aber jetzt hier nicht immer so doof daneben stehen und nichts tun. Dann stell die Schalen wieder aufs Feuer, ich mach Wasser. Ja, ist recht. Mach Wasser. Und du kannst dich vergnügen. Ich gehe mich vergnügen. So, was könnte ich denn... So, jetzt habe ich ein bisschen Energy. Also dieser Fleck sieht aus wie... Oder bin ich krank? Oder habe ich eine Infektion oder irgend sowas? Hast du mal deinen Körper untersucht, ob du irgendeine tiefe Wunde hast? Ja, das könnte ich mal machen. Aber von was? Das ja... Es würde mich wundern, also ich habe keine Wunde an den Armen. So, probier mal das, was auf dem Herd steht. Oder bin ich krank? Oder bin ich einfach nur krank? Liegt das vielleicht daran? Also du bist zum einen sehr, sehr dreckig. Das kann A. Wenn du dreckig bist und mit den dreckigen Händen... Stinkst du wie ein Alligator. Isst, Tommy, wenn du mit dreckigen Händen etwas isst, dann passiert das, wo Mama immer gesagt hat, wasch dir die Finger vorm Essen. Dann kriegst du nämlich Darmparasiten. Was an sich nicht total schlimm ist, weil die kannst du mit den roten Pilzen wegkurieren. Ja, ich guck mal gerade, ob ich noch einen roten Pilz da. Warte mal. Okay. Hat nicht das Symbol weggemacht, von dem ich vermute, dass es das macht, was mit mir nicht stimmt. Es sieht aus wie ein weißer Fleck halt. Und darum halt die Nummer, eine 2. Okay, das heißt, es wird weniger, weil du jetzt sind es nur noch 2. Ah, das ist der Schmutz. Geh runter ans Wasser und wäsch dich. Sag das doch. Aber ich habe mich doch vorhin gewaschen. Von was ist der dreckig geworden? Weißt du nicht, wo das Kind sich rumtreibt? Tja, da machst du natürlich nichts. Ach, hör doch auf. Echt jetzt? Muss ich mich 8-mal waschen? Wenn du so stark dreckig bist, schon. Boah, Freunde. Also... Okay, also Realismus hin und hin oder her, also man kann es auch hart übertreiben. Ich habe mich doch vorhin gewaschen. Also ganz ehrlich. Okay, jetzt muss ich wahrscheinlich irgendwie essen und trinken ganz viel. Ja, dann drück mal auf F und sag mir mal, wie dein Zustand ist. Null. Null Wasser, null Rot und null Grün fast. Okay, Wasser steht auf dem Dings. Das ist sauber, das kann man trinken. Ich bin... Okay, ist in Verwendung. Trinken. Ah, okay, ist in Verwendung heißt, ich gucke gerade drauf. Wenn ich drauf drücke, gilt das schon als in Verwendung. Drauf gucke, gilt das schon als in Verwendung. Ja, natürlich. Verrückte Welt. So. Ach so, ich sehe gerade... Du siehst immer noch dreckig aus. Lass mich doch mal aushalten. Ich hole mal neues Wasser. Okay, pass mal auf. Ich habe jetzt 2-mal Kokosnussschale getrunken. Und ich bin noch nicht mal auf ein Viertel gekommen. Ja. Vielleicht auf ein Fünftel oder so. Hast du noch andere Symbole außer dem Dreck? Die Uhr und eine Lupe. So, ich hab mich aber doch gerade so untersucht. Die Uhr und eine Lupe, genau. Dann wäre jetzt die Lupe so das nächste, dass du dich untersuchst. Jetzt bin ich auch dreckig. Hab ich doch gerade gemacht. God, I'm thirsty. Und jetzt habe ich schon wieder Durst. Ja, ich komme, wenn ich mich gewaschen habe. Ja, es ist Wahnsinn. Ich bin aber in einem... Okay, da ist jetzt ein Blutegel dran, aber daran kann es ja nur jetzt nicht liegen, oder was? Doch, das Blutegel... Also, ja, da liegt deine allgemeine Erschöpfung liegt daran, dass du scheinbar nicht ausreichend auf dich geachtet hast, weil du nicht wusstest, auf was man alles achten muss. Das Blutegel sorgt dafür, dass du die Lupe gezeigt kriegst. Und die Uhr signalisiert dir, es ist irgendetwas an dir oder mit dir, was die Uhr dir anzeigt. Für mich wäre die Frage, brauchst du gerade Kohlenhydrate? Ich habe nämlich einen ganzen Haufen Bananen. Kohlenhydrate waren rot, ne? Nee. Nee, Quatsch. Kohlenhydrate sind gelb, glaube ich. Gelb, ja. Nee, gelb ist okay. Rot? Gelb ist okay. Rot und grün und grün. Und blau. Aber ich, blau? Ich, ja, auch. Also ich verstehe es nicht.
Ich brauche auch, so, auch mal so einen Kochslot, weil damit ich mal das Fleisch mal brutzeln kann, weil sonst verdirbt mir das. Auf dem Bett liegt etwas Fett für dich. Und Kohlenhydrate sind in der Tat, sollten wir dann, wenn du genug Flüssigkeit intus hast, das auf dem dein Fleisch brutzeln. Ja, okay. Okay, die Kokosnuss ist in Verwendung. Ja, ich guck weg. Jetzt kannst du. Ah, stark. Jetzt bin ich noch nicht mal auf der Hälfte. Jetzt bin ich bei einem Drittel ungefähr. Mhm. Das ist sozusagen die Botschaft, sorgt den Tag über für genug Flüssigkeit. Nimm mal die Kokosnuss vom Feuer. So, jetzt packe ich da mal noch mein Fleisch drauf. Und schmeiß sie bitte mal neben dich auf den Boden, dass ich sie gerade rausstelle. Draußen regnet es nämlich, dann kriegen wir kostenlos, also ohne dass wir hin und her rennen müssen, kriegen wir frisches Wasser. Ja, das mache ich doch selber gerade. So. Aber kann ich sie irgendwie vernünftig hinstellen oder einfach nur hinwerfen? Ja, wenn sie umfallen, ist ein bisschen doof. Ja, aber die Frage ist ja... Okay. Ja, die Frage ist ja, kann ich sie irgendwie hinstellen? Weil ich kann sie jetzt nur hinwerfen, tatsächlich. Nee, man kann sie nur hinwerfen. Also, warte mal, ich weiß es gerade gar nicht. Ja. Lustig, dass sie so runterrutscht. Ja, irgendwie ist es, obwohl es geht, sie stehen, haben jetzt alle die richtige... Das Ara-Fleisch ist fertig gekocht. Ne, das geht nicht. Wenn du die Dinge in der Hand hast. So. Hat er das jetzt genommen oder gegessen? Ah ne, der hat es nur. Oder habe ich gerade einfach nur ein bisschen verzerrtes Empfinden mit dem Wasser? Eine Kokosschale ist halt nicht viel. Nee, es geht nicht darum, dass es nicht viel ist, sondern dass der nur spürbar schneller anders. Ich habe ja jetzt wahrscheinlich irgendwie 2 Tage nichts getrunken. Dass es deswegen so kompliziert ist? Ja, ja. Der bestraft, dass du nicht regelmäßig getrunken hast. Ja, okay, alles klar. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich irgendwie 2-mal am Tag irgendwie Feuer machen und dann alles reinballern, was wir gefunden haben und gesammelt haben. Oder Kokosnüsse finden. Oder Beeren finden. Also es gibt schon nochmal 2, 3 Möglichkeiten mehr. Oder halt Wasser aus dem Fluss trinken, wenn wir rote Pilze gefunden haben. Hm. Verstehe. Also so, es gibt nicht die Monolösung, sondern so eine Lösungskombi. Ich habe unter meinem Namen habe ich einen Balken. Deiner ist im Moment ungefähr halb voll. Wie voll ist denn meiner? Ja, voll, halt. Okay, dann müsstest du nochmal auf deine Uhr gucken, was dir noch fehlt. Ja, es sieht jetzt deutlich besser aus, tatsächlich. Aber deine Lebensenergie ist sozusagen noch halb. Ja, Proteine brauche ich, tatsächlich, ja. Proteine, hast du noch Fleisch? Ja, ich habe hier gerade schon Schnecken draufgelegt. Wobei jetzt irgendwie eine liegt, glaube ich, gerade nebendran, oder sehe ich das falsch? Das ist ein Darstellungsfehler. Liegen stimmt, das sieht fast so aus, ne? Mhm. Also Raft darf, Raft sag ich schon, Green Hell darfst du auch wirklich nicht unterschätzen. Tatsächlich schwerer, als ich dachte. Wirklich schwerer, als ich dachte. Ich bin ja schon halb am Verzweifeln, weil ich das irgendwie noch nicht so richtig auf die Kette gekriegt habe. Mit der Uhr. Wie fit ist denn dein Energiebalken, der unten links sozusagen, der mit dem Blitz dran? Ja, ich muss pennen. Dann glaube ich, hast du im Moment genug gegessen, ja, dass wir zumindest ein bisschen pennen können. Mal ratzen, ja. Also zumindest so lange, bis es hell ist draußen. Ja, und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Klingt wie ein Plan. Und dann sehen wir uns dann, aber irgendwie, ich habe das Spiel jetzt gerade irgendwie, jetzt habe ich echt mal einen Moment gebraucht, um das mal zu begreifen, was es eigentlich heißt hier, dass man Essen und Trinken irgendwie ein bisschen mehr oder besser unter Obacht haben sollte. Mhm. Ja. Aber gut, man lernt ja nie aus. Die letzten,
deswegen war ich die letzten Male quasi auch so hektisch, weil ich genau wusste, dass uns das irgendwann um die Ohren fliegt. Und bin deswegen nicht so häufig stehen geblieben, um Dinge zu zeigen, zu erklären oder gemeinsam zu machen. Ja. Ich glaube, das ist in der Startphase, muss man halt echt irgendwie gucken, dass man überlebt. Ja, ist recht. Aber dann wissen wir jetzt auch ein bisschen Bescheid und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hier auf Klabautermann.lp und einfach Tommy. Bis dann. Ciao. Macht's gut.